Gut, also hier müssen wir irgendwann noch mal hin für einen von den Dorfbewohnern. Ich habe nicht mal richtig geguckt, welcher. Wer uns den Auftrag gibt, das habe ich nicht mal richtig gelesen, sondern ich habe nur gelesen, ein Quest für und dann bla 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 aus dem Dorf und dann habe ich sofort wieder ausgemacht. Wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr spoilern. Hätten es auch noch ein unentdeckter Ort. So. Ja. Es ist ein wirklich riesiger Mod. Ich liebe es. Wo rennen wir eigentlich gerade drauf zu? Okay. Oh, hier komme ich nicht hoch. Dünenmörders Nest. Oh. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich tiefes Loch. Also wenn hier mal Sandsturm was reinbläst an Sand. Ich höre immer Vögel, aber es sind keine da. Ja, wir kommen auf jeden Fall. Oh! Käfer! Stirb schon. Ah, da ist noch ein Rotzer. Nee, ich schalte mal kurz um. Du altes Rotzvieh. So, rein geht es hier irgendwie oder auch nicht. Hier geht's rein. Das ist so steil, ich habe wirklich Angst, hier nicht wieder rauszukommen. Ja, okay, ich hab's ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hab's eben noch gesehen, ich konnte nicht abbrechen. Ich konnte es nicht mehr abbrechen.
Ja, es wäre natürlich. Wo kommst du her? Ist hier noch einer? Echt, sind alle da unten. Das Problem ist, die sind so groß. Dass ich mit denen unerbittliche Macht und so weiter nichts anfangen kann. Seht ihr? Hallo! Dann nehme ich sie halt einzeln. Hoffe, dass sie mir hinterher rennen. Sieht gut aus. Na komm. Komm, Dicker. Ja, sie ist fein. Komm, ich habe ein Leckerli. Komm. Ja! Guck mal. Ich habe ein schönes Eisschwert für dich. Und jetzt weg, 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 weg. Ich habe ein schönes, kühles Eisschwert für dich. Oh, die Ladung von den Dingern ist am Ende. Können wir das laden? Ladung. T. Großer Seelenstein. Und hier war auch einen großen Seelenstein. Gut, jetzt dürften alle tot sein. Ah ja. Schaurus-Eier. Bäh. Kennt ihr Chia-Pudding? Das sieht genauso aus. Kennt ihr Chia-Pudding? Ach, kennen wir schon. Wärmen. Igitt. So, und jetzt kommt das nächste tolle. Das sind ja keine Chaurus-Eier, das sind ja hier Dünenmörder-Eier. Igitt. Wir haben das gerade gegessen. Das müsst ihr euch mal, habe ich ja schon mal gesagt, wenn man Alchemie leveln will, man muss ja alles essen. So, unter anderem auch die Riesenzehen und so weiter.
Es ist absolut lecker. Skyrim und auch die vorhergehenden Spiele, das sind alles Spiele für Feinschmecker. Gut. Ja. Hier hinten müssen wir auch irgendwo noch mal hin. Hier, wir müssen ja da lang. Igitt. In dem Turm hatte ich ja, glaube ich, schon mal rumgemeckert, warum man da nicht rauf kann. Naja. So. Ja, nach vielem Hin und Her. So, wir speichern hier mal und dann versuchen wir noch mal hier reinzukommen. Es ist ja jetzt helllichter Tag. Damit müsste es theoretisch besser zu überschauen sein, was hier vor sich geht. Naja, die Textur ist interessant, aber ob man das so gebaut hätte. Jetzt riechen jetzt Wölfe. Du lebst noch. Blöder Wolf. Oh, sind hier noch mehr Wölfe? Ganz ehrlich, es sieht hier richtig heiß aus und das Gefühl kommt auch so langsam. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Wenn etwas heiß aussieht, dann wird mir auch warm. Und wenn etwas kalt aussieht, dann wird mir auch kalt. Es wirkt so heiß hier. Boah. Alter. Gut gemacht. Aufpassen, nicht, dass wir wieder von irgendwas zerquetscht werden. Ist uns ja halt schon oft genug passiert. Die Fallen hier sind halt höllisch. Finde ich aber gut. Finde ich gut.
Hier ist wieder eine Tretfalle. Seht ihr? Na kommt. Na toll. Ich habe gerade Angst, hier durchzulaufen, weil der eben schon einmal ausgelöst hatte. Seht ihr? So, ich mache jetzt hier Licht an wegen euch. Damit ihr besser seht, wenn mich das beim Schleichen nicht weiter behindert, dann ist mir das egal. Dann habt ihr ab jetzt ein besseres Bild. Ohne gleich die ganze Stimmung zu versauen, weil das Ding ja nur eine geringe Reichweite hat, das Licht. Hier kommen wir noch nicht durch. Oh, diese unheimliche Musik. Und ich quatsch da auch noch rein. Ist das schön. Die Stimmung ist wirklich gut. Ich speichere. Oh, ich hoffe, dass YouTube mir da keinen Ärger macht wegen der Musik, die er hier verwendet. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Weil ich die Musik hinterher wohl schlecht wieder rausfiltern kann. Ich hoffe, ich krieg da keine Probleme mit. Oh, die Musik ist super. Ich speichere nochmal. Ich habe Angst, dass ich hier wieder in irgendwas reinlaufe. Die sehen mich tatsächlich nicht, trotz Licht.
Okay. Dann können wir das Licht ab jetzt anlassen, würde ich sagen. Wenn die mich alle nicht mehr sehen, das ist euer Vorteil dann. Ich habe hier ein wenig Angst. Wieder eine Falle in der Tür. Geht er? So, aber irgendwas haben wir hier vorne noch vergessen. Ja. Der stimmliche Singsang. Oh. Gucken wir noch mal, ob wir hier mit uralte Sicht. Nein. Gibt es nicht. Hier ist die Tür. Ja, okay. Ganz andere Farbe hier. Gut gemacht. Also es ist wirklich gut. Sorry, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich gut. Lasst mich! Mir war das doch mal, schießt niemanden in den Rücken.
So, das dürfte dann eine von den Türen unten öffnen. Hier ist schon. Ja, Lootingfinger. Kennt ihr doch. So, und das habe ich gelernt. Wir speichern. Damit wir hier nicht versehentlich wieder in irgendeine Falle treten und getötet werden. Die müssten alle leer sein. Da bin ich ja im Normalfall ziemlich gründlich. So, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. So, und die wird noch nicht offen sein. Doch, ist. Ach, dann ist das die letzte. Okay. Letzte Kammer. Oder letzte Gang oder was auch immer. Warte mal, was passiert, wenn ich hier das Licht ausmache? Okay, ich glaube, jetzt seht ihr gar nichts mehr. Auch wieder ein tolles Lied, stimmig und alles. Ich hoffe, ich kriege keine GEMA-Probleme. Na, eigentlich würde ich ja sagen, scheiß auf GEMA, aber die können einen richtig in den Arsch treten. Problem ist eben halt, das ist ja nicht mit Absicht hier reinsetze, sondern ich weiß gar nicht, ob das über die Musik geschaltet wird. Ich habe das auch schon bei einigen Spielen oder wie auch immer gehabt, dass denn die Musik auf den Soundeffekten mitlief. Auf dem Slider. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil wenn ich den nämlich runterstelle, habe ich nämlich auch keinen Spiele-Sound mehr. Oder nicht mehr so guten Spiele-Sound. Je nachdem, wie weit man es runterdreht. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn das dann halt nicht über das Audio läuft, also über die Musik läuft, sondern über den Spielklang mit. Aber ich hoffe, ich kriege hier keinen Ärger mit. Es wäre ärgerlich, wenn ich die ganze Musik da rausschneiden müsste. Sehr gut. Oh, sehr gut. Jetzt bin ich schon fast zu dicht dran. Wenn er jetzt runtergegangen wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich schon tot gewesen.